Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Tatjana Friedrich und Redakteurin im Lugard Verlag. Ja, all die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben mit Sicherheit euer aller Schulleben ganz schön auf den Kopf gestellt gerade. Und wir wollen euch in dieser besonderen Zeit, so gut es geht, in eurer wichtigen Arbeit unterstützen. Das Thema Verabschiedung der Viertklässler werden wir im heutigen Webinar in der nächsten Stunde zusammen anpacken. Wir haben zu dem Thema auch gerade ein Produkt entwickelt, im Prinzip eine Corona-Version zu Leinenlos, was mit Verabschiedungsideen ja schon erschienen ist. Natürlich wollen wir das auch gerne verkaufen. Aber es ist mir ganz wichtig, das zu sagen zu Beginn dieses Webinar hat ganz klar das Ziel, dass ihr mit dem Kopf voller bunter Ideen und Anregungen danach in eure Planung gehen könnt, auch ohne unser Material dazu. Und wir wollen am Ende des Webinars auch den Raum einmal öffnen, dass wir alle eure Ideen und Lösungsvorschläge, die ihr so habt, sammeln an einer virtuellen Pinnwand. Und ich glaube, da wird mit so vielen Leuten sicher was ganz Tolles bei rauskommen. Ja, auch wenn wir gerade alle überall mit Beschränkungen, Regelungen der aufwendigen Organisation des Schulalltags, gerade was jetzt auch bei den Viertklässlern die Prüfungen angeht, und ganz, ganz viel Planungsunsicherheit konfrontiert sind, ist und bleibt es ja doch eine echte Herzensangelegenheit, die Vierties trotzdem gebührend zu verabschieden, auch in dieser speziellen Situation. Und dafür haben wir heute tolle Leute mit dabei, die sich mit dem Verabschiedungsthema generell schon ganz viel auseinandergesetzt haben und die neuen Gegebenheiten jetzt als Herausforderung angepackt haben. Die Mini-Musiker, vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Sehr gern. Hallo in die Runde. Hallihallihallo. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das freut uns sehr. Und als uns letzte Woche die Info erreichte, lasst uns doch zusammen ein Webinar machen, waren wir da extrem begeistert von und haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja total das passende Medium im Moment, um Ideen zu teilen und um so ein bisschen gemeinsam darüber nachzudenken, wie das jetzt in der jetzigen Zeit alles umgesetzt werden kann, wie man das Beste daraus machen kann. Und da haben wir uns ein paar Ideen noch extra zugemacht, zusätzlich zu dem, was es bereits schon gibt. Und ja, das wollen wir heute mit euch teilen. Genau. Wir stellen uns natürlich auch erstmal vor. Ich bin der Lars. Ich bin Till. Das ist der Till von den Mini-Musikern. Wir werden nachher noch auf gebührenden Abstand den Hendrik dazu holen. Der begleitet uns ein bisschen. Aber wir freuen uns sehr und vielen Dank dann auch an den Lugard Verlag, dass wir bei dieser Webinar-Reihe mitmachen dürfen. Normalerweise sind wir tatsächlich vor allen Dingen auch zu dieser Zeit in Grundschulen und Kindergärten unterwegs, nehmen die Lieblingslieder auf, machen da eine schöne Erinnerung in Form einer CD von und begleiten die Kinder und die Lehrer bei ihren Lieblingstiteln. Und es geht nun mal leider nicht, aber wir nutzen gerade tatsächlich die Zeit, um total kreativ zu sein, ganz viele Songs zu schreiben, ganz viele Ideen auszuarbeiten und bei einem Webinar mitzumachen. Und da freuen wir uns sehr und von dieser Seite auch einen lieben Gruß in die große Runde. Wir können ja leider keinen sehen. Aber ich hoffe, es machen trotzdem alle mit. Es winken jetzt alle mal einmal. Genau, es winken alle. Juhu! Genau, also wir werden zwischendurch ein bisschen animieren, tatsächlich auch den Thilo und Diana mit ins Boot zu nehmen, ein bisschen mitzumachen, ein bisschen mitzuwirken, ne? Damit man damit auch arbeiten kann und damit man den Spaß, den wir hier haben werden im Laufe des Webinars, auch ein bisschen mittragen kann. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Wir würden jetzt gerne einmal zu Beginn mit euch allen eine Umfrage machen, um einfach mal so auch einschätzen zu können, wie steht es denn eigentlich gerade um die Verabschiedungsfeiern von Viertklässlern bundesweit. Und dazu werdet ihr jetzt gleich ein Fenster aufploppen sehen, wo ihr gerne mal abstimmen könnt. Ich sehe es hier auch gerade. Da ist natürlich auch eine Mehrfachauswahl möglich, also wenn sie schon abgesagt ist, aber nachgeholt wird, kann man natürlich beides anklicken. Und wenn Sachen dabei sind oder wenn ihr Situationen habt, die jetzt nicht da drin stehen, könnt ihr das natürlich gerne auch noch in den Chat schreiben. Dann nehmen wir das auch nochmal mit auf. Okay.
Sollen wir so Hintergrundmusik jetzt einfach einspielen? Dum, 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 dum. A cappella, bitte. Ja. Genau, wir haben jetzt so 520 Teilnehmer gerade und 90% der Umfrage schon erledigt. Ich würde die einfach mal an der Stelle hier beenden und euch allen mal die Ergebnisse dieser Umfrage freigeben. Oh, das ist aber ziemlich eindeutig. Krass. Ja, aber spiegelt so das allgemeine Bild in der Gesellschaft wieder, ne? Es ist alles noch sehr, sehr unklar gerade im Moment. Ja. Sowohl was den Unterricht angeht, als auch natürlich, was irgendwie so Veranstaltungen in der Schule angeht. Das ist uns auch bewusst und klar. Und ja, wir hoffen, dass wir da heute euch einfach einen bunten Strauß an Ideen mit an die Hand geben können. Ganz egal, wie es denn am Ende stattfinden wird, es wird in jedem Fall stattfinden. Ja. Und ihr kriegt von uns heute Tipps und Ideen, was ihr denn da machen könnt. Genau. Genau, ich glaube, dann würde ich jetzt hier an der Stelle einmal weitermachen. Ja, also ich denke, so unklar, wie jetzt auch die Situation gerade aussieht, eines wissen wir wahrscheinlich alle ziemlich sicher, eine Abschlussveranstaltung mit Umarmungen, einem vorbereiteten Chorauftritt, Tanzchoreografie in einer engen Schulaula oder Ähnliches wird so wohl diesmal nicht stattfinden können. Und dazu kommt, dass von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule sind die Rahmenbedingungen natürlich total verschieden. Allein schon durch den unterschiedlichen Ferienbeginn, der bundesweit jetzt variiert zwischen dem 22. Juni und dem 27. Juli ist es, glaube ich, in Bayern, die den Abschluss machen. So oder so, von der digitalen Vorbereitung auf ein Live-Event bis hin zur voll digitalen Live-Veranstaltung, einen digitalen Anteil in der Verabschiedungsfeier wird es mit Sicherheit geben. Schlussendlich heißt es, dass wir uns wohl irgendwie flexibel vorbereiten können und uns auf ganz unterschiedliche Szenarien auch einstellen können. Also entweder es gibt eine Verabschiedung mit Abstand, die wirklich stattfindet, draußen zum Beispiel. Eine Veranstaltung geht digital live über ein Konferenztool oder ja, wir machen vorproduzierte Projekte als Abschluss oder Erinnerung im Videoformat zum Beispiel. Oder halt eben auch diverse Mischformen. Was Digitales zu erstellen, hat natürlich den großen Vorteil, dass wir erstmal nichts für die Tonne machen, sondern alle Ideen auch im allerbesten Fall bei einem Live-Event sogar gezeigt werden können. Und ich glaube, da ist es jetzt einfach kreativ sein. Ja, was den ersten Fall angeht, es kann wirklich stattfinden, dass die Verabschiedungsfeier draußen oder mit Abstand funktioniert, bedeutet dann erstmal, wir brauchen eine laute Anlage für den Außeneinsatz, eventuell Punkte, die auf dem Boden kleben und natürlich eine Vorbereitung online via Videos und Anleitungen. Und ich glaube, Till und Lars geben euch da gleich auch nochmal ein paar Tipps, wie man denn so ein Live-Event jetzt gerade auch digital vorbereiten kann, ohne dass man jetzt mit Instrumenten und den Schülern zusammen im Klassenzimmer sitzt wie sonst. Findet die Veranstaltung aber nicht real live statt, dann haben wir für euch auch einige Ideen für andere Formen gesammelt. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, ein vorproduziertes Video zu machen. Das heißt, zum Beispiel mit einer Diashow mit Fotos, die mit Musik unterlegt ist oder sogar mit Legetechnik. Das hat den großen Vorteil, dass man das Ganze nicht schneiden muss. Das heißt, man spielt Musik ein oder performt sie selbst und legt dazu Fotos von Schülern beispielsweise. Die Lieblingsgeschichten aus der Schulzeit können die Schüler sogar per Sprachmemo aufnehmen. Und die können dann mit Hintergrundmusik und Fotos gezeigt werden. Oder man macht es ganz ausgefuchst, die Königsdisziplin, ein musikalisches Splitscreen-Video. Ja, und die gesamte Veranstaltung so zu gestalten, dass man praktisch das Programm von vorne bis hinten in ein Video packt, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, die Eröffnungsrede, die Fotos der Kinder werden eingeblendet, musikalische Solobeiträge, alles wird hintereinander geschnitten. Und ist somit im Prinzip das komplette Paket, was man am Ende in der digitalen und wieder abrufbaren Version hat. Genau, sonst gibt es natürlich noch die Möglichkeit, so wie wir jetzt gerade hier unterwegs sind,
in einer Online-Live-Veranstaltung mit einem Konferenztool. Da bietet sich dann natürlich die Webinar-Lösung, die wir jetzt gerade haben, nicht so gut an, sondern eher das Meeting-Tool. Denn dabei können mehrere hundert Teilnehmer und in dem Fall, was ein großer Vorteil ist, sogar Oma und Opa, wo auch immer sie sein mögen, gleichzeitig und gemeinsam zuschauen. Dabei entsteht dann natürlich auch dieser Event-Charakter und einfach ein Wir-Gefühl. Und das Event lässt sich so wie das hier heute auch natürlich auch aufzeichnen und bleibt dann damit in Erinnerung. Also praktisch wie ein Live-Split-Screen-Video. Und die Schüler sehen natürlich die anderen Kinder. Dass alle etwas gemeinsam singen, ob vorher geprobt oder nicht, da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Das funktioniert einfach leider nicht, weil die doofe Latenz, also die Zeitverzögerung, uns da einfach im Weg ist. Und damit ist so die musikalische Interaktion, die sonst stattfindet zwischen euch und den Schülern oder auch zwischen den Schülern und dem Publikum, das geht so leider in einem Konferenztool, in einem Online-Event dann natürlich nicht. Aber wir können diese Sache auffangen. Zum Beispiel, schauen wir uns einmal an, was geht. Reden funktionieren, musikalische Solo-Beiträge funktionieren. Solo-Beiträge bestehend aus gemeinsamen Ideen funktionieren. Zum Beispiel, die Schüler haben eigene Strophen geschrieben, die entweder ihr oder einer der Schüler dann als Live-Beitrag zum Besten gibt. Oder man baut eine Umfrage ein, so wie wir es jetzt gemacht haben. Oder Teile aus vorproduzierten Videos können live per Bildschirmfreigabe gezeigt werden. Diese Bildschirmfreigabe werdet ihr dann auch gleich nochmal sehen. Oder alles an visueller Interaktion. Zum Beispiel Verkleidung. Wenn ihr ein Motto habt, wie zum Beispiel aus der Luft gegriffen, wir starten als Piraten ins nächste Abenteuer, dann können auch zu einem Lied Farben, Gegenstände in die Kamera gehalten werden. Eine Choreografie ist möglich. Also alles, was visuelles Live-Feedback geht, funktioniert, wenn alle stumm geschaltet sind. Mitsingen als, ich nenne es immer die Kommunikationseinbahnstraße, bei ausgeschaltetem Mikro der Teilnehmer geht auch super. Oder kleine musikalische Ideen, bei denen die Latenz nicht wichtig ist. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir imitieren mit einer Glasflasche den Dampfer, der am Piratenschiff vorbeizieht. Das funktioniert auch mit Latenz. Das können die Kinder auch zu Hause machen. Und hier ja, ist die Latenz auch einfach nicht so wichtig. Genau. Was uns klar sein muss, in einer Online-Veranstaltung sind natürlich die Eltern auch die Vermittler am Ende. Das heißt, da ist die Kommunikation natürlich auch einfach ein großer Punkt. Wie gestalten die Eltern auch letztlich den Tag zu Hause? Das ist ja all das, was wir sonst in der Schulfamilie machen, was dann natürlich auch zu Hause funktionieren muss. Genau, all das kann natürlich ergänzt werden oder kombiniert werden durch ganz viele kontaktlose Ideen außerhalb von irgendeinem Bildschirm, außerhalb von einem grünen Punkt, in den man reinschaut. Und jetzt glaube ich, ist mal gut. Die Minimusiker haben ganz, ganz viel fantasievolle Dinge sich ausgedacht. Und ich will jetzt auch nicht noch mehr verraten und übergebe mal an euch. Wir sind noch stumm geschaltet. Jetzt ja. Sind wir wieder da. Genau. Vielen Dank. Da war ja schon ganz viel dabei. Genau. Und wir wollen ein bisschen was mitgeben. Wir wollen euch ein paar Ideen, sowohl Ideen mitgeben, die rein digital funktionieren, als auch dann tatsächlich vor Ort. Und ich glaube eben, dass auch diese Mischnummer sehr gut funktioniert. Also Dinge gehen nicht verloren, wenn Sachen gebastelt werden, wenn Sachen per Video aufgenommen werden oder mitgebracht werden. Die können alle genutzt werden. Und das ist eben dann auch das Schöne, dass sowohl das Ganze für das eine oder das andere funktioniert. Und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Wir haben sehr viel. Ich glaube, wir bringen viel Zeit auf die Uhr, aber wir haben uns ein bisschen was ausgesucht, und zwar aus dem Buch Leinen los. Ich habe gerade mal reingeguckt, 2018, immer noch sehr aktuell und funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut. Aus diesem Buch haben wir uns zwei Stücke ausgesucht, die sehr gut funktionieren und die wir einmal heute bearbeiten wollen mit ein paar Ideen, ein paar neuen Ideen, die eben nicht in diesem Buch stehen und die digital sehr gut funktionieren. Genau, es ist ja so, dass in Leinenlos acht Stücke drin sind,
die wirklich so konzipiert sind, dass es eben eine Aufführung am Ende wird, auf der Bühne mit einer Art Theaterstück oder einer kleinen Szenerie, die gespielt wird und dann immer der entsprechende Song mit eingespielt wird. Solange das nicht möglich ist, braucht es eben andere Formen. Und da haben wir einfach zwei Stücke rausgepickt, wo wir einfach andere Ideen und den Kreis etwas größer gespannt haben darum, wie man denn mit diesem Thema umgehen kann. Zum einen ist das der Song Leinen los. Das hat Jana eben schon angeteasert. Es geht um Piraten, die auf große Fahrt gehen, unwegsames Wasser, vielleicht so die ein oder andere Stelle schon umschifft in der Schulzeit und dann eben jetzt neuer Kurs auf die weiterführende Schule. Das ist so der Hintergrundgedanke im Original, also im Buch. Gibt es da so eine kleine Unterhaltung, eine kleine Meuterei auf dem Schiff und dann kommen da zwischendurch, werden dann immer die Strophen gesungen. Dann geht das kleine Theaterstück weiter und dann wird die nächste Strophe gesungen und so weiter. Es ist so ein kleiner Matrosenchor dabei, der das Ganze auch musikalisch untermalt. Und wir werden das heute nochmal so ein bisschen anders darstellen. Zum einen in einer Form, dass man zu Hause ganz viel dafür vorbereiten kann. Zum anderen aber auch, dass man da eine Möglichkeit hat, eben in Interaktion mit der Schule, wenn man jetzt in den nächsten Wochen mal den einen oder den anderen Tag da ist, tatsächlich da was für vorbereiten kann. Genau. Vielleicht hören wir einfach mal rein in den Song Leinen los, wer ihn noch nicht kennt, dass man einen kurzen Eindruck bekommt, wie klingt das Ganze dann? Tilo, fahr ab. Komm doch mit, das ist nicht schwer. Unser Captain steht an Deck und wir singen dieses Lied. Leinen los, wir sind groß, unsere Reise geht zu Ende. Los, keine Tränen, doch der Abschied fällt nicht leicht. Leinen los, es geht los, auf ins nächste Abenteuer. Groß ist der Mut, wir freuen uns auf die neue Zeit. Vielen Dank, Herr DJ. So klingt die ganze Nummer. Also wie gesagt, Thema ist Piraten, Thema ist hinausfahren aufs Meer und alles, was damit zusammenhängt. Und unsere erste Assoziation, die wir uns gedacht haben, war, wir brauchen irgendwie eine Interaktion von dem Zuhause sein, wie es im Moment aktuell ist, und dem Ort Schule, vielleicht auch über die Verabschiedung hinaus. Und da hatten wir die Idee, dass wir sowohl für die Kinder selber als auch für die Schule etwas Bleibendes gestalten in Form einer Flaschenpost. Das war unser Gedanke. Wir haben das irgendwie vorbereitet, ne? Hier, leere Flasche. So. Kann jeder zu Hause vorbereiten und auf einen Zettel schreiben. Irgendwie einen guten Wunsch für sich, beziehungsweise für die Klassenkameraden oder für die Schule. Und das steckt man dann in diese Flasche rein, bringt die an einem Tag mit zur Schule und die werden dann alle schön am Fenster aufgereiht, so dass da irgendwie 20, 30, 40 Flaschen stehen und man genau sieht, ach ja, guck mal hier, das ist von den Viertis. Und wenn der Tag der Verabschiedung dann näher rückt, dann darf sich jeder eine x-beliebige Flaschenpost daraus ziehen, aus diesem ganzen Reigen an Flaschen, die mitnehmen und hat quasi diese Flaschenpost für sich gefunden und entdeckt und kann mal schauen, was da an guten Wünschen für ihn drin steht. Genau. Das ist so die erste Idee, die wir dazu hatten. Genau. Und das Zweite wäre einfach vielleicht nicht eine Nachricht an einen Schulkameraden, eine Schulkameradin zu schreiben, sondern tatsächlich an die Schule. Da gibt es ja auch etwas größere Flaschen, dass man dann an die ganze Schulgemeinschaft eine Nachricht hinterlassen kann, die dann dementsprechend... Was lacht ihr? Lachen wir über die größeren Flaschen. Ja, es gibt doch diese riesen... Ja, du denkst an die Flaschen. Das ist Flaschen. Ja, schon klar. Ja. Dass man eine Nachricht an die Schule schreibt tatsächlich, die dann nachher vielleicht an der Schule ausgehängt werden, dass man da nochmal die Grüße der Viertklässler nochmal eine Weile hängen lässt und sich an die schönen Geschichten und lustigen Dinge erinnert, die dann da vielleicht auch nochmal einfach durch rauskommen. Und das kann man super gut zu Hause vorbereiten und auch diesen Auftrag im Homeschooling mit nach Hause geben und sagen, hier, schreibt doch mal ein paar nette Worte, ein paar gute Gedanken an eure Schulzeit und an die Klassenkameraden auch. Genau. Super. Das und sowas steht alles in dem Material beschrieben, was die Laterna eben schon angekündigt hat. Da steht dann auch nochmal genau drin,
wie wir uns das vorstellen und wie das Ganze aussehen kann. Also wirklich gute Tipps dazu. Das lohnt sich in jedem Fall. Und wir machen jetzt Musik. Ja. Weil das gehört irgendwie auch dazu. Ne? Also ja. Natürlich wollen wir den Song spielen. Zum einen für euch spielen mal gerade, dass ihr da nochmal eine Idee habt, wie das denn klingen kann, wenn das eben nicht vom Band kommt. Und wir geben ein paar Tipps, wie ihr das tatsächlich mit euren Schülern auch jetzt auf die Beine gestellt bekommt, sodass die zu Hause üben können und dass womöglich bei einer tatsächlich real stattfindenden Abschlussfeier das Ganze dann schnell und praktisch umgesetzt wird. Also, wir nehmen euch mal mit, gehen wir uns ins Studio. So. Zack, zack. Genau, wir haben noch den Hendrik eingepackt. Hallo Hendrik. Hi. Und dann werden wir euch ein bisschen was zeigen. Die kennt jeder, die guten alten Boomerkers. Ja, wer die jetzt in der Schule hat, ist natürlich damit gut ausgestattet. Die Kinder haben das logischerweise nicht zu Hause. Damit die aber trotzdem schon mal üben können, empfehlen wir hier ganz einfache Küchentücher, ist das offizielle Wort, ne? Ja, Zewa darf man nicht sagen, glaube ich. Küchentücher rollen, damit zumindest Rhythmus geübt werden kann. Und dazu erklären wir gleich noch ein bisschen was dazu. Wir spielen mal eben den Song an, damit ihr eine musikalische Vorstellung davon habt. Geht so. Schiff, ahoi! Leinen los, wir sind groß, laufen leise, geht zu Ende. Los, keine Tränen, doch der Abschied fällt nicht leicht. Leinen los, es geht los, auf ins nächste Abenteuer. Groß ist der Mut, wir freuen uns auf die neue Zeit. Hey, yo, wir sind die Piraten. Hey, yo, und wir fahren übers Meer. Hey, yo, hast du Lust mit uns zu starten? Hey, yo, komm doch mit, das ist nicht schwer. Unser Captain steht an Deck und wir singen dieses Lied. Leine los, es ist los, unsere Reise geht zu Ende. Los, keine Tränen, doch der Abschied fällt nicht leicht. Leine los, es geht los, auf ins nächste Abenteuer. Los ist der Mut, wir freuen uns auf die neue Zeit. Yeah. Genau, das ist der Song Leine los. Und ihr habt gemerkt, es braucht eigentlich nicht viel eine Gitarrenbegleitung irgendwie für die ganze Nummer und rhythmisch und leicht tonal die Boomerka-Begleitung. Und auch die ist so gestrickt, dass die durchaus gut von mindestens zwei Personen ganz gut umgesetzt werden kann. Das kann man tatsächlich so lösen, dass man sich entweder als Schüler mal in der einen Woche einen Boomerka mit nach Hause nimmt und das Ganze übt und dann die nächste Woche tauscht und das wieder zurückbringt, weil das Pattern ist super einfach. Man kann das relativ einfach umsetzen. Genau. Vier Schläge aus dem A. Dann der andere macht 1, 2, 3 mit C und G beziehungsweise C und D. Und damit man das schon in den Kontext einfügen kann, reicht es eigentlich, das Ganze dann mit Zählen zu erweitern. Also Lars spielt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und der andere macht eben, zählt von vornherein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Ist rhythmisch also sehr einfach. Sprich, wenn ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich Boomerka auszugeben, dass man da so kleine Pakete schnüren kann und vielleicht auch Gruppen schon einteilt, dann könnt ihr mit dem Arbeitsmaterial und dem Boomerkern den Kindern mal eben aufschreiben, was das für Töne sind. Genau. Dann können die Kinder da schon sehr einfach mit umgehen. Wenn es mit dem Boomerker nicht klappt, der Till hat es ja gerade schon gezeigt, gibt es die guten Küchenrollen. Die klingen auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, es fehlt halt der Ton, aber man kann zumindest den Rhythmus üben. Gut, also so klingt das ganze, der ganze Song. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir noch natürlich mit euch einen Schritt weitergehen möchten. Rein von dem Nachmachen des Songs einfach auch dahin gehen, das etwas selber zu machen und ein bisschen anzupassen. Und
Ja, wir geben euch mal ein bisschen Input, wie man denn jetzt aus dem bestehenden Song, den es gibt und den es auch auf Playback natürlich auf der CD gibt, jetzt mit relativ einfachen Mitteln das Ganze so individuell gestalten kann, dass man mit einer eigenen Strophe den Song total passend auf die jetzige Situation, auf die eigene Schule, auf die eigenen Viertis so anpassen kann, dass das Ganze gut funktioniert. Es gibt ein paar wenige Tricks oder Sachen, die man beachten muss. Die Strophe, hey ho, wir sind die Piraten, hey ho, und wir fahren übers Meer, hey ho, hast du Lust mit uns zu starten, hey ho, komm doch mit, das ist nicht schwer. Also ihr merkt, es sind vier Zeilen, die reimen sich in A, B, A, B und bestehen immer so aus so ein paar Silben, die man mal eben durchzählen kann. Wir sind die Piraten. Und wir fahren übers Meer. Hast du Lust mit uns zu starten? Komm doch mit, das ist nicht schwer. Also irgendwas zwischen 6 und 8 Silben passt da ganz gut. Es ist aber gar nicht so relevant, ob das jetzt tatsächlich genau 6 oder genau 8 sind. Wichtig ist, dass man die Betonung irgendwie ganz gut mitkriegt. Und das kann man auch beim eigenen Sprechen ganz gut hören. Also wir sind die Piraten. Und wir fahren übers Meer. Ob man jetzt davor noch 2 Silben als Auftakt hat oder nicht, das ist eigentlich ganz egal. Da kann man ein bisschen mit spielen und ein bisschen mit frei sein. Wichtig ist, dass dieser Grundrhythmus in der einzelnen Zeile ganz gut funktioniert. Naja, und da kann man mal überlegen, ob man sich da irgendwie eine neue Strophe ausdenkt. Ich gebe einen vor, du machst einen nach. Ja, klar. Hey, oh, lange saßen wir zu Hause. Hey, yo, das gefiel uns nicht so sehr. Aha. Hey, yo, wir stoßen an mit einer Brause. Hey, yo, dann fällt der Abschied nicht so schwer. Aha. Ne? Also relativ einfach Worte gesucht, die sich A, B, A, B reimen. Kurze Texte, kurze Silben aneinander gefügt. Und dann haben wir schon einen neuen Text stehen für eine Strophe, den man dann wiederum entweder mit Live-Begleitung auf der Gitarre, auch nicht so schwere Akkorde, extra gut umsetzbar, oder eben mit dem Playback von CD oder vom Download umsetzen kann. Genau, gut. Ja. So viel dazu. Wir nehmen euch jetzt wieder mit, denn wir haben da zum Thema Strophenschreiben uns noch was anderes überlegt und das zeige ich euch jetzt. So, also, wir wissen, dass dieses Thema Strophenschreiben natürlich gar nicht so einfach ist, beziehungsweise viele stehen gerne davor und sagen, habe ich noch nie gemacht, weiß ich gar nicht, ob ich mir das zutraue. Und wir wollen eigentlich nur noch mal so ein bisschen ermutigen, dass das gar nicht so schwer ist und dass man mit ein bisschen ausprobieren und nochmal neu und dann mal gucken, was dann bei rauskommt, das Ganze doch relativ schnell und einfach umsetzen kann. Und auch da gibt es die Möglichkeit, das in einer tatsächlichen Aufführung, in einer digitalen Version umzusetzen, nämlich einen komplett eigenen Song zu schreiben. Eigener Song klingt jetzt erstmal relativ weit weg, aber wenn man bedenkt, naja, so ein Lied besteht irgendwie aus Strophen und Refrain, das sind 2 Teile, man nimmt sich irgendwelche Akkorde irgendwoher, ich zeige gleich wo, und schreibt dann da die Melodien drauf, die womöglich einfach immer nur eine Wiederholung sind der vorherigen Melodie, dann funktioniert das ganz, ganz hervorragend. Es gibt ein Online-Tool dazu, was ich gerne zeigen möchte. Vermutlich kennen das einige von euch. Es ist ein Padlet. Das gibt es unter padlet.com, ist so eine Art virtuelle Pinnwand, ist kostenlos zu benutzen, gibt es als Webversion, die man im Browser benutzen kann und als Smartphone- oder Tablet-App. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich lasse euch jetzt gleich an meinem Padlet teilhaben und wir schicken über den Chat jetzt den Link rum, dass ihr euch da einwählen könnt. Weil dann könnt ihr da gleich da drauf gucken, da ist der Link und dann gibt es da gleich noch ein Passwort dazu. Und unsere Idee war, Moment, ich gebe das mal hier eben frei. So, schwupp. Genau, ihr seht hier
eine Spaltenansicht, wo es verschiedene Beiträge gibt. Diese Beiträge können entweder von vornherein auf diesem Padlet stehen oder können selbst erzeugt werden und können auch tatsächlich von jedem erzeugt werden, der bei diesem Padlet teilnehmen darf, der dieses Passwort hat. Also unter anderem auch die Schüler. Es geht um Folgendes. Wir schreiben einen Song zusammen und teilen uns das Ganze auf in Strophe und Refrain. Der Henrik hat uns netterweise heute Morgen die beiden Teile einmal kurz angespielt auf der Gitarre. Und das kann man sich dann hier als Video einfach nochmal... Ganz kurz, es sind nur drei Akkorde. Ich zeig's nochmal. Aha. Und im Refrain-Teil gibt es auch das Ganze als Video. So, und zu diesen beiden Teilen habe ich mich jetzt hingesetzt und habe immer kurz eine Zeile dazu geschrieben und habe die dann eingesungen und hochgeladen. Habe mich einfach hingesetzt, Telefon davor und los geht's. Und bei mir klingt das dann so, wenn man diese vier Zeilen, die ich geschrieben habe, die hier oben in der Titelzeile stehen, dann hintereinander spielt, dann kommt man eigentlich schon ganz gut in so einem ganzen Song zurecht. Jetzt habe ich das hier gerade verschoben, das war natürlich Quatsch. Das muss ganz nach unten. So, dann wäre das nämlich so. Heute ist für euch der große Tag. Nächste Zeile. Wie wird das nun, habt ihr gefragt? Dritte Zeile. Vor 4 Jahren machtet ihr euch bereit. Vierte Zeile. Wart ganz gespannt auf diese Zeit. Genau. Also, das ist mein erster Teil der Strophe. Und dann kommen wir in den Refrain. Und jetzt winken wir euch zu, sagen euch auf Wiedersehen. Und an dieser Stelle überlasse ich euch jetzt mal das Board, denn das wäre natürlich ganz praktisch, wenn ihr jetzt auch darüber nachdenkt, das Ganze zu machen. Also hier, am besten geht das tatsächlich per Smartphone sich einzuwählen und dann hier oben über das Plus, ich sage das hier nochmal, so hier über das Plus, dann einen neuen Beitrag zu erstellen, auf Film zu drücken und dann selbst was einzusingen. Ihr könnt euch das Erklärvideo auf dem Padlet nochmal angucken, da habe ich das nochmal erklärt, wie das funktioniert. Und dann wäre es ja vielleicht eine Idee, dass man nach diesem Webinar heute hier einfach gemeinsam an dem Abschiedssong 2020 gemeinsam schreibt. Alle Mann! Ja? Also wir sind total gespannt, ob das funktioniert. Wir haben das selber noch nie gemacht, so in einer kollaborativen Arbeit einen Song zu schreiben. Aber warum denn nicht? Muss man aber ganz schön viele Autoren und Songwriter mit angeben. Ja, das wird für die GEMA ein Fressen. Genau, also lasst euch vielleicht davon ein bisschen inspirieren und guckt mal, ob das ein Tool ist, was für euch funktioniert und was man dann vielleicht sogar mit den Schülerinnen und Schülern in der Schule umsetzen kann. Das glauben wir nämlich, ist dann auch praktikabel. Wie gesagt, die ganze Nutzung ist kostenlos. Ich glaube, solange man nur drei solcher Boards benutzt, das haben wir vorher gecheckt. Ja, und da laden wir euch jetzt einfach mal zu ein. Macht doch einfach im Laufe des Nachmittages, Abends, am Wochenende mit und ja, habt Spaß dabei. Schreibt den nächsten coolen Abschlusssong. Mit uns zusammen. Genau. Ja. Cool. Sehr, sehr gut. So, in diesem Stile, beziehungsweise mit dem, was wir vorhin gemacht haben, zu Leihen los, zeigen wir euch jetzt noch was zu einem anderen Song aus dem Buch. Oh ja, wir müssen uns sehen. Das ist ja ganz schön. Ich stopp das hier mir wieder. So. Genau. Wir nehmen uns noch einen weiteren Song vor und picken den raus aus dem Buch Leihen los. Und der heißt Damals wie heute. Und der Tilo feuert den nochmal gerade ab, dass man einen Eindruck, wollte ich sagen, davon hat. Los geht's. Krass. Wir lernen fürs Leben, jetzt mit allem Mann. Oh ja, die Vierer sagen Lebewohl, pack
deine Sachen. Wir müssen jetzt los, zum Abschied heben wir die Hand. Für all die ganzen Jahre, vielen Dank. Ihr merkt schon, musikalisch eine andere Richtung als die Line-Los-Nummer. Also sehr viel mehr Body-Percussion und Groove, der dahinter steckt. Gar nicht so sehr tonal und mit irgendwelchen großartigen Melodiegeschichten, sondern wirklich eine sehr stompige Nummer. Und auch die zeigen wir jetzt mal in unserer Dreier-Kombi hier, wie man das umsetzen kann. Und diese Body-Percussions haben wir natürlich auch ausnotiert und stehen dann entsprechend im Begleitmaterial drin. Eigentlich ist es der stumpfe We Will Rock You Rhythmus. Ne? Und dann gibt es eine Strophe, die geht so. Lesen und schreiben, das ist das doch nicht schwer. Die erste Zeit zusammen, das gefiel uns sehr. Mathe und Sachkunde, das musste wohl sein. Sport, Musik und Pausen fanden wir astrein. Oh ja, die Vierer sagen lebe wohl. Pack deine Sachen, wir müssen jetzt los. Zum Abschied heben wir die Hand. Für all die ganzen Jahre vielen Dank. Habt ihr alle mitgemacht? Also Tilo habe ich gesehen, der hat überhaupt nichts gemacht. Der Rest hat mitgemacht. Ja, so habe ich auch. Zweite Stufe. Das ist ja schon ganz gut, aber das kriegt ihr noch cooler hin. Wir glauben nämlich, dass auch das zu Hause durchaus vorbereitet werden kann, um es dann in der Abschiedsfeier in der Schule dann zusammen zu connecten. Und darum haben wir einen Fokus darauf gelegt, diese Vorbereitungszeit nach Hause zu verlagern. Also Kinder, schnappt euch Eltern, zieht euch Geschwister ran und versucht es mit möglichst vielen Alltagsgegenständen umzusetzen. Und da haben wir eben ein Level 2 rausgepackt. Ihr da, lauft jetzt mal eben los. Hier in die Küche, holt euch so ein Glas oder so. Schon mal einen Topf. Ja, sehr gut. Oh, Tilo ist vorbereitet. Der hat ein Glas und ein Messer dabei. Gut, ja. Der alte Pirat. Das brauchen wir. Oh ja. Wobei, ich brauche überhaupt kein Glas, stelle ich gerade fest. Denn ich bin ja hier der Typ mit dem Etui. Der Zippo. Ja. Denn auch das macht coole Sounds. Und jeder von uns kriegt jetzt eine Rolle zugewiesen. Du brauchst überhaupt keinen Topf. Achso. Ja, aber das für zu Hause ist das eine super Idee. Ja. Hier, Henrik hat hier eine Schale, die klingt auch gut. Ich habe meinen Zippo. Lars hat die Cajon, das geht aber auch gut mit dem Sofa, ne? Zu Hause, also alles, was irgendwie groß klingt, was einen schönen Sound macht, funktioniert. Wir steigen wieder mit diesem Sound ein. Klar. Alle bereit? Das ist erstmal einfach. So, Henrik macht jetzt auf die 4. Und ich mache so eine Art Shaker mit dem Zipper dazu. Im häuslichen Kontext ganz gut schon auf die Beine stellen. Und wenn man das dann in der Schule wieder zusammenführt, weiß zumindest jeder, was er zu tun hat. Und auch ohne Großproben geht es nach oben. Das ist toll. Das ist auch unser Motto, oder? Ja, ja. Ja, cool. Genau. Auch dazu haben wir uns dann nochmal ein paar Gedanken gemacht, wie man das mit zusätzlichem Material noch verbessern kann, beziehungsweise auch irgendwie ansprechend gestalten kann. Das Thema damals wie heute eignet sich natürlich, um da auch nochmal zurückzublicken auf 4 Jahre Grundschulzeit, von klein bis groß. Und
um da auch wieder etwas in der Schule zu lassen, was vielleicht an die 40s erinnert, wenn sie denn dann das Gebäude verlassen, haben wir uns hier so eine kleine Aktion überlegt, dass jeder Schüler im Vorfeld jetzt einfach ein Foto von sich mitbringt oder in der Schule abgibt oder in den Briefkasten schmeißt, aus der ersten Klasse und eins von aktuell, von gerade, wie man gerade aussieht. Die beiden werden schön zusammengeklebt, an eine Schnur gehängt und dann hängt man das irgendwie ins Foyer oder in den Flur. Und ich kann euch das ja mal zeigen hier. Lars in der ersten Klasse. Der schicke Herr ist tatsächlich Lars, ja? Nicht das Kind von der Kinderschokolade. Ja, ja, ja. Und dann, ne, jetzt, guck mal. So. Aber nicht aus der vierten Klasse. Nein. Ja. Meist ist der Schulfotograf ja ohnehin da bei Einschulung, ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen kombinieren. Aber das ist sicherlich auch eine schöne Idee, dass man das Ganze dann nachher in der Schule an einer Leine, an einem Band aufhängt und da nochmal dran vorbeigeht und sagt, Mensch, okay, damals wie heute, ganz schön lange Zeit vergangen, die Kinder sind gewachsen. Genau. So, und als weitere Idee haben wir uns noch überlegt, auch das ist ein Song, der sich total anbietet, da eine eigene Strophe zu schreiben. Ihr wisst ja jetzt schon, wie das geht. Silbenzählen ist super wichtig. Eine Betonung zu setzen ist auch total hilfreich und sich in einem Reimform, Reimschema so ein bisschen auszukennen, hilft auch. Bei diesem Lied ist es AABB und es gibt hier so einen Zettel. Nachher in dem Arbeitsmaterial, da ist hier Zeile 1, Zeile 2 gehört zusammen und Zeile 3, Zeile 4 gehört zusammen. Und da machen wir das jetzt so, dass wir so eine Art Kettenbrief daraus machen. Also ich schreibe einfach mal eine Zeile auf, die mir einfällt. Und was schreibt die nächste? Also, ich schreibe auf, dass wir uns nicht sehen, ist doch gar nicht schlimm. Also von eben im Ohr, ne, lesen und schreiben, das ist doch nicht schwer, mache ich daraus. Dass wir uns nicht sehen, ist doch gar nicht schlimm. Und du kommst? Einen Text zu schreiben. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das kriegen wir hin. Aha, so. Gut, das kann man nämlich schön entweder tatsächlich als Zettel vorbereiten und dann dem Nachbarskind irgendwie ausgeschnitten in den Briefkasten schmeißen und der wiederum gibt das dann weiter. Wir machen weiter, nächste Zeile. Das kriegen wir hin. Es geht weiter mit, wenn wir uns bald sehen. Uns bald sehen. Rufen wir Juhu. Super. Endlich wieder Schule. Die Zeit verging im Nu. Ist so doch wirklich, oder? Ja. Das heißt, wenn wir das jetzt irgendwie wieder in unseren Percussion-Beruf bringen, probieren wir das doch mal, oder? Wir uns nicht sehen, ist doch gar nicht schlimm. Einen Text zu schreiben, das kriegen wir hin. Wenn wir uns bald sehen, rufen wir Juhu. Endlich wieder Schule, die Zeit vergeht im Nu. Oh ja! Ja, bitteschön. Ne? Und so kann tatsächlich über so einen Kettenbrief oder auch das kann über dieses Padlet-Tool hervorragend funktionieren. Ein Text geschrieben werden, ein Song geschrieben werden, der dann zur Abschiedsfeier gespielt wird. Genau. Und wenn sie denn stattfindet, könnt ihr das Ganze auch eben live aufführen. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich ganz klug, Tatjana, wenn du gleich vielleicht noch ein bisschen über das Arbeitsmaterial, was es dann gibt, erzählen kannst. Da sind ja so ein, zwei Dinge dabei, die sehr interessant sind. Wir haben es leider nicht hier ausdrucken können, leider, aber das können wir ja dann vielleicht abgeben gleich. Genau, super, cool. Bevor wir zum Schluss kommen und für euch einfach noch einen kleinen Abschiedssong spielen,
würden wir ganz gerne noch ein Mini-Projekt von uns vorstellen, was wir uns auch im Rahmen dieser ganzen Verabschiedungsfrage überlegt haben. Denn dieses Verabschiedungsthema beschäftigt uns natürlich auch und die Mini-Musiker-Tage, die wir ansonsten jetzt gerade gemacht hätten, sind alle ins Wasser gefallen, komplett bis Sommer, sodass wir überlegt haben, irgendwie wollen wir aber doch mit den Kids arbeiten und haben in den letzten Wochen ganz viel auf YouTube ausprobiert mit so Split-Screen-Videos, wo wir einfach Musik gemacht haben. Und wir haben uns überlegt, ob man da vielleicht nicht für eure Schule einen Abschiedssong daraus machen kann und den tatsächlich in Form eines Filmes fertig macht, wo tatsächlich jeder aus der Klasse drauf zu sehen ist, der den Refrain mitsingt. Wir haben da so ein paar Infos zusammengestellt auf unserer Webseite, da könnt ihr mal drauf gucken, wie wir uns das Ganze vorstellen. Das alles ist noch recht jung und frisch, wir hätten aber total Bock darauf und könnten uns vorstellen, dass wir da was ganz Cooles auf die Beine gestellt haben. Also schaut euch das mal an auf minimusiker.de und einfach minimusiker.de, dann sieht man das direkt ganz oben, ganz vorne mit dabei. Guckt doch mal rein. Yeah. Cool. Das so. Von uns. Soweit. Ja, ich hoffe, wir haben euch gute Tipps geben können. Sowohl analog als auch digital. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und dass ihr einen tollen Abschluss feiert. Wie auch immer. Er wird stattfinden. Ja. Dafür wird, alle Daumen. Er wird durch euch gebührend stattfinden. So. Da sind wir uns mal sicher. Ja, voll super. Danke euch erstmal, euch dreien. Ihr habt gerade nochmal das Stichwort gegeben, die Feier wird ja auf jeden Fall in irgendeinem Rahmen stattfinden und wir haben jetzt super viele tolle musikalische Ideen von euch gehört, von Jana auch gehört. Wir wollen aber im Rahmen dieses Webinars einfach mal so die geballte Kraft der Musikleger und Musiklehrerin und das geballte Wissen und die Ideen von allen irgendwie ein bisschen zusammenholen und haben uns auch noch überlegt, ob wir da so eine kleine gemeinsame Aktion machen. Deswegen finde ich es auch total super, dass ihr gerade schon Padlet vorgestellt habt als ein mögliches Tool. Ich würde jetzt noch mal ein Trello-Board in den Chat reingeben mit der Möglichkeit, da auch noch mal drauf zu schauen. Und zwar wünschen wir uns, dass jetzt alle vielleicht mal so 2-3 Minuten in sich gehen und mal überlegen, was könnten denn jetzt kleine Mini-Ideen für die Abschlussfeier sein, egal ob sie digital stattfindet, ob sie in der Schule stattfindet, ob man ein Video aufzeichnet oder das privat zu Hause einfach feiert. Was sind jetzt aus eurer Sicht die wichtigen und elementaren kleine Ideen oder Sachen, an die wir jetzt vielleicht gerade in dieser besonderen Situation denken müssen und was kann man davon umsetzen? Bei Trello ist es so, dass man sich da kurz registrieren muss, zumindest mit einer E-Mail-Adresse und einem Namen, damit man das rückverfolgen kann. Wir haben das bei dem ersten Webinar geschafft, innerhalb von 4 Minuten, ich glaube, fast 300 Leute auf dieses Board zu holen und dort gemeinsame Ideen für Musik-Challenges gesammelt. Ich würde das jetzt mal öffnen und euch bitten, da vielleicht ein paar Sachen einzutragen. Wir machen mal so 2-3 Minütchen Pause und spielen noch ein bisschen Musik ein und dann sehen wir uns gleich nochmal zu einem kurzen Abschluss und einem kurzen Blick auf das Board, würde ich sagen. Okay? Ja, cool. Super. Macht mit. Wir schreiben da auch was rein. Können wir nicht. Achso, können wir nicht. Doch, kennt ihr. Der Link ist im Chat. Ah, sehr gut. Ich mach das. Ja, das ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Man kann einfach auf die Grundschullehrer und Lehrerinnen setzen. Da ist einfach immer richtig viel gutes Zeug dabei. Ich bin echt begeistert. Ich würde es einmal ganz kurz teilen, damit alle einmal sehen, wie sich das jetzt hier gefüllt hat. Von den 5 Beiträgen, die wir da mal so aus unseren Aufzeichnungen übernommen haben, haben sich da jetzt schon 260 Leute gerade angemeldet und hier sind ganz, ganz tolle Ideen dabei. Sachen nochmal aufgegriffen mit der Flaschenpost zum Beispiel oder eine Liedermappe zusammenzustellen aus den letzten Jahren, die man dann vielleicht digital oder auch postalisch verschickt. Ist auch eine richtig tolle Idee. Ein Flashmob organisieren, weiß ich nicht. Aber kann ja auch digital stattfinden. persönliche Glückwünsche und vor allem auch Videobeiträge von den anderen Klassen, von den Lehrern. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Eine kleine Abschlusszeitung zu gestalten. Genau, und hier sind einfach super viele tolle Ideen.
Danke an dieser Stelle erstmal dafür. Wir würden das auf jeden Fall auch im Nachlauf an das Webinar auf der Webseite einbetten oder verlinken nochmal, dass man das immer wieder findet und dass man da auch vielleicht sich nochmal, wenn die Situation dann ansteht, vielleicht auch nochmal ein paar Inspirationen und Ideen einfach von dem Board holen kann oder natürlich auch gerne noch einfach was dazu schreibt, wenn einem noch was in den Sinn kommt. Dann würde ich jetzt im Prinzip euch somit verabschieden und vielleicht, Janon, magst du noch ein, zwei Worte zum Abschluss sagen? Ah, ja, genau, ich konnte das nicht selbst. Danke. Ja, Wahnsinn, was da jetzt alles schon drauf ist auf dem Board. Also wir werden es auf jeden Fall ein ganzes Weilchen erhalten, weil gerade eben nochmal die Frage war. Und ihr dürft es total gerne einfach auch jederzeit noch erweitern. Genau, und falls ihr euch eben schon fertige Arbeitsmaterialien gerade wünscht, würde ich gerne noch einmal kurz unsere Corona-Edition von Leinenlos hier einmal in die Kamera halten. Genau, unschwer zu erkennen an dem veränderten Titel mit dem bunten Mundschutz. Und da haben wir mit den Minimusikern gerade relativ spontan und die haben sich da wirklich, wirklich richtig tolle Ideen überlegt. Einige haben sie ja jetzt eben schon dargestellt. Kreative Ideen, die ihr in unterschiedlichen Varianten, entweder kontaktlos über einen bestimmten Zeitraum hinweg, in Vorbereitung auf ein echtes Treffen mit Abstandsregelungen im Rahmen eines Online-Events oder auch eben als Videoproduktion umsetzen könnt. Genau, kostet 7,95 und gibt es auch im Bundle mit Leinenlos zusammen. Den Link dazu habe ich gerade nochmal in den Chat gestellt. Oh, ansonsten einfach bei uns im Online-Shop beim Lugard Verlag einfach nochmal vorbeischauen. Es gibt es einmal als Gesamtpaket mit dem Leinenlos, auch als Download oder halt als Einzelprodukt, wenn man das schon einmal gekauft hat, das Leinenlos. Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Ich habe jetzt mal den Chat noch mal so ein bisschen gesichtet. Es sind aber keine wirklichen inhaltlichen Fragen jetzt offen geblieben. Und ich würde sagen, schließen wir das Webinar noch mit einer kleinen musikalischen Einlage. Sehr gern. Cool. Ja. Spielen wir gerne noch was an. Vielen Dank auch von uns an dieser Stelle. Großartig. Ne? Auch das mit dem Trello-Board. Ja. Was da zusammenkommt und da nehme ich gerne das Wort von Thilo mit an. Vielen Dank, dass auf die Grundschullehrer da tatsächlich Verlass ist. Das sind ganz viele coole Sachen dabei, da kann man sich bedienen, das kann man weiterführen. Das finde ich eben so großartig daran und das erleben wir ja auch tagtäglich tatsächlich, dass auch ganz viele Schulen, die ja einen Projekttag gehabt hätten, auch anrufen und mit uns quatschen und alles ist so ungewiss irgendwie, aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir euch da einen kleinen Eindruck geben konnten. Was kann man machen? Was gibt das digitale Medium her? Ich finde das hier schon ganz großartig. Man kann sich unterhalten, man kann zusammen irgendwie Musik machen, man kann die Boards nutzen. Also da bleibt ganz viel Chance und Möglichkeit, damit der Abschluss dann eben doch noch was ganz, ganz Tolles wird. So oder so. Auf jeden Fall. Und ihr habt es gerade in dem Teil gehört, als das Trello Board gefüllt wurde, unseren Song Alles wird gut. Auch da haben wir uns tatsächlich einmal rangesetzt, um da nochmal ein bisschen den Text umzudichten in den Strophen auf die aktuelle Situation. Und ja, mit diesem musikalischen Beitrag möchten wir uns jetzt bei euch verabschieden. Sagen wirklich vielen Dank fürs zahlreiche Zuschauen. Und wir sind uns sicher, dass wir uns bestimmt irgendwann nochmal über den Weg laufen, sei es bei einem der Lugard-Kongresse, die mit Sicherheit auch irgendwann in irgendeiner Form wieder stattfinden werden, hoffentlich. Genau. Oder tatsächlich live bei euch in der Schule, wenn wir vorbeikommen. Ja, wir bleiben in jedem Fall in Kontakt und spielen jetzt noch ein Lied für euch. Alles wird gut. Sieh dich nur mal um. Die ganze Welt steht plötzlich still, man kann jetzt nicht mehr tun, was man so gerne will. Kita, Freunde, Schule, es ist nichts mehr, wie es mal war. Gern willst du das wiedersehen, das ist ja wohl klar. Ich sag, haltet durch, das wird schon, es kommt bestimmt der Tag. Ich
deinen guten Spruch, den ich dir verrat. Alles wird gut. Hab keine Angst, es geht schon weiter. Alles wird gut. Komm, ich nehm dich in den Arm. Alles wird gut. Denn zusammen sind und das fällt dir gar nicht leicht, wenn du die Oma siehst. Sind 2 Meter ganz schön weit, es ist alles nicht so einfach. Zusammen schaffen wir, dass niemand sich alleine fühlt. Singen alle hier, ich sag, haltet durch, das wird schon. Es kommt bestimmt der Tag, ich kenne deinen guten Spruch, den ich dir verrat. Oh, alles wird gut. Hab keine Angst, es geht schon weiter, alles wird gut. Komm, ich nehm dich in den Arm, alles wird gut. Denn zusammen sind wir nicht einsam, alles wird gut, alles wird gut. Ganz egal. Gut. Es war uns eine Freude. Bis bald.